Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Bare Minerals Tops und Flops Video. Also Produkte, die ich mir auf jeden Fall nachkaufen würde und Produkte, die ich vielleicht nicht so gut finde oder wo ich sage, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt, haut mich jetzt nicht um. Und ich schaue mir solche Videos sehr gerne selbst an. Ihr könnt oben auch nochmal abstimmen, zu welcher Marke ich so ein Video als nächstes machen soll, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn das unten in der Infokarte nicht steht, also die Marke, dann könnt ihr unten nochmal so Markenvorschläge vorschlagen. ja, sorry, dass ich hier im Bikini sitze, aber es ist wirklich sehr, sehr warm momentan in der Wohnung. Wir kriegen die so schlecht abgekühlt. Und es könnte auch sein, dass ihr hier so hämmern hört und bohren, weil gerade oben bei uns neue Nachbarn einziehen und ja, die sind natürlich fleißig am Renovieren. Deswegen hoffe ich, dass es nicht zu laut wird im Hintergrund. Aber jetzt starten wir mit dem Video. So, als erstes beginne ich mal mit einer Foundation, die ich sehr gerne verwende. Und zwar ist es die Bare Minerals Mineral Foundation in der matten Variante. Und zwar die matte Variante, weil sie am verträglichsten ist von den Inhaltsstoffen her. Also gerade für empfindliche Haut sehr, sehr gut ist. Und was ich auch immer ganz toll bei den Bare Minerals Foundations finde, ist, dass sie auch sehr schöne gelbstichige Nuancen haben. Also eine Mineralfoundation ist natürlich nicht mega stark deckend, aber ihr könnt sie auch feucht auftragen. Also ihr nehmt einen Pinsel, sprüht den mit Thermalwasser an und dann könnt ihr in die Mineralfoundation gehen, im Deckel so ein bisschen umrühren und dann habt ihr auch sowas wie so eine ja, so eine flüssige Foundation, ne? Ist natürlich sehr pudrig, vielleicht auch eher sowas für Mischhaut bis eher fettigere Haut. Aber trotzdem mag ich die Foundation wirklich unheimlich gern. Ich bin sowieso ein riesen Mineral-Foundation-Fan, gerade auch im Sommer, weil es einfach so leicht ist und man spürt es einfach nicht auf der Haut. Der Look ist eher matt, aber manchmal fettet man auch so leicht nach und das verschmilzt dann immer ganz schön miteinander. Und sie hat auch ein SPF von 15. Dagegen zeige ich euch jetzt eine Foundation, die ich eher, ja, was heißt weniger gut finde. Also die ist jetzt nicht schlecht oder so. Und zwar ist es die Bare Minerals Bare Pro Puder Foundation, also auch so ein gepresstes Puder, was ich ganz cool finde, das Packaging, dass es gepresst ist. Also ich finde die Foundation jetzt zwar nicht schlecht, aber sie ist von den Inhaltsstoffen bei weitem nicht so gut wie zum Beispiel hier das lose Puder. Das ist das eine. Ich finde hier das Packaging zwar mega cool, deswegen habe ich sie öfter so in der Tasche, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mich nochmal nachpudern möchte oder so. Aber eigentlich finde ich, dadurch, dass diese Foundation bessere Inhaltsstoffe hat, die finde ich halt dann einfach besser. Sie ist besser verträglich, auch für unreine Haut zum Beispiel geeignet. Und deswegen, wenn ich mir eine nachkaufen würde, dann wäre es diese hier. Übrigens habe ich auch zu den Mineralpudern auch so ein Vergleichsvideo gemacht zwischen der matten Variante und der originalen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das Video ist allerdings auch schon sehr, sehr alt. Dann kommen wir noch zu einer Foundation, die ich sehr cool finde. Und zwar ist es die Bare Pro Performance Wear Liquid Foundation. Die ist ja relativ neu rausgekommen und die ist mit einem Sonnenschutz von SPF 20 und die finde ich auch richtig gut. Gerade wenn ich ausgehe abends oder so, verwende ich die sehr gerne. Sie hat einen matten Look, sieht aber nicht zu pudrig aus, macht alles ebenmäßig, hat eine schöne Deckkraft, aber es sieht nicht so maskenhaft aus. Sie ist auch relativ flüssig von der Konsistenz her. Das ist die einzige Foundation, zu der ich noch kein Video gemacht habe. Aber das wird wahrscheinlich noch kommen. Genau, also die finde ich auch sehr, sehr cool. Man muss aber dazu sagen, dass die jetzt auch nicht einwandfrei von den Inhaltsstoffen ist. Also ich finde, das hat jetzt nichts mit einer natürlichen Foundation zu tun. Aber da ich sie jetzt auch nur zum Ausgehen verwende, ist es für mich okay. Also für den Alltag schaue ich immer, dass die Inhaltsstoffe ganz gut sind. Und zum Ausgehen finde ich es jetzt nicht tragisch, wenn da mal auch konventionelle Inhaltsstoffe vorhanden sind. Dann kommen wir zu Concealern. Und mein liebster Bare Minerals Concealer ist der Bare Skin Concealer. Der ist sehr flüssig und der hat auch so einen Applikator wie der Fit Me Concealer. Er hat eine gute, ja, ich würde mal sagen, eine mittlere Deckkraft, leicht bis mittel. Aber man kann auch wirklich schichten, also dass man wirklich eine schöne Deckkraft bekommt. Der Concealer hinterlässt einen sehr schönen, angenehmen Glow, der auch sehr gut bei fettiger Haut aussieht, finde ich. Ja, ich mag den Concealer sehr, sehr gerne. Ich verwende ihn auch manchmal hier am Kinnbereich, also unterm Auge, Nase, überall. Das ist so ein Allrounder
Und da werde ich auf jeden Fall traurig sein, wenn der leer geht, weil da ist auch nicht mehr so viel Produkt drin. Dagegen, das ist eigentlich kein Concealer, sondern eher so ein Highlighter, so ein Eye Brightener, Stroke of Light von Benevols. Den finde ich auch nicht schlecht. Er ist ja eher so zum Aufhellen da, hat so reflektierende Partikel. Aber den würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt nachkaufen, weil ich den Concealer, den anderen auf jeden Fall besser finde. Ist zwar ganz nett, so ein highlightendes Produkt, aber ich denke, da gibt es auch in der Drogerie noch genug von solchen Sachen. Und ja, der wäre jetzt einer, den ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen würde. Was ich aber richtig toll finde von Bare Minerals, sind die Fixierpuder. Und zwar einmal vor allem das Mineral Veil in dieses Illuminating Mineral Veil fürs unters Auge. Das reflektiert nochmal so richtig, dass Falten kaschiert werden. Und hier habt ihr in dieser Palette, zum Beispiel in dieser Invisible Light Palette, ein mattes Puder und ein illuminierendes zum Fixieren. Und ja, das Illuminierende nehme ich auch immer unters Auge, das andere für die T-Zone. Und die Puder sind wirklich toll. Man muss sagen, sie sind jetzt nicht so fixierend wie andere Puder, weil sie nämlich kein Talg enthalten. Und Talg ist ja auch sehr austrocknend. Also wenn ihr ein Puder habt mit Talg, oder ein Mineralpuder mit Talg, dann mattiert es im ersten Moment sehr stark und nach ein paar Stunden trocknet es die Haut so stark aus, dass die Haut nochmal so richtig nachfettet. Und deswegen, wenn ihr so auf Puder steht und eher fettige Haut habt, solltet ihr darauf achten, dass euer Puder talgfrei ist, weil sonst wird es immer wieder schlimmer. Das ist so ein Kreislauf. Und ich habe irgendwann mal halt mit diesen Pudern hier angefangen, die talgfrei sind, und am Anfang hat es natürlich auch nachgefettet, aber irgendwann mal hat sich das reguliert und ich fette nicht mehr so stark nach, weil die Haut einfach nicht mehr so ausgetrocknet wird. Und ja, diese Puder sind wirklich toll. Auch gerade wenn man natürlich auch so unterm Auge abpudert, dann ist es wichtig, dass das Produkt nicht austrocknet, damit man nicht noch Falten bekommt, ne? Und die Bare Minerals Puder sind alle talgfrei, was ich richtig gut finde. Und also guckt euch mal diese Fixierpuder an. Die haben auch so ein Hydrating Veil für mehr Feuchtigkeit. Dann haben die auch noch dieses Standard Veil. Gerade diese losen sind auch ganz gut von den Inhaltsstoffen her. Die gepressten, da ist manchmal noch ein bisschen was drin, was konventionell ist. Aber diese losen sind wirklich gut und die kann ich wirklich weiterempfehlen. Dann kommen wir zu Lippenprodukten. Und da bin ich auch sehr begeistert von den Gen Nude Lippenstiften hier. Gerade vor allen Dingen von den matten sind jetzt auch konventionelle Inhaltsstoffe enthalten. Also ist jetzt kein irgendwie natürliches Produkt. Aber ich mag unheimlich gerade diese Matten, weil sie bei mir relativ lange auf den Lippen halten. Sie trocknen die Lippen aber auch nicht so stark aus. Also gerade diese Liquid Lipsticks sind manchmal so austrocknend. Und das finde ich bei dem halt überhaupt nicht. Und er hält ganz gut, er sieht gut aus. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Favorit. Ich habe hier die Farbe Swank, die mir auch richtig gut gefällt. Ich wollte mir auch noch mal andere Farben anschauen, aber die gefällt mir richtig gut. Und auch der Lipgloss, super, super pflegend. Und bei den Lipglossen hat man auch so ein richtiges Plumping-Gefühl, also richtig so ein bisschen dieses Pflegende. Wobei ich bin jetzt eigentlich nicht so der Lipgloss-Fan. Ich bin eher wirklich der matte Typ, aber generell die Gen Nude-Reihe finde ich richtig cool und gelungen. Und die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Auch ein Flop-Produkt, was mir auch nicht so gut gefallen hat, was ich aber schon abgegeben habe, die Mascara. Ich hatte eine Mascara von Bare Minerals, die war jetzt auch nicht irgendwie grottig oder schlecht oder so. Die war in Ordnung. Aber sie hat mich einfach nicht umgehauen. Ich finde, da gibt es auch in der Drogerie weitaus günstigere Mascaras, die mehr leisten. Und deswegen würde ich mir die Mascara, also auf jeden Fall die, die ich hatte, mir nicht unbedingt nochmal anschauen. Ich meine, die haben natürlich auch noch andere Varianten. Vielleicht sind die besser, ich weiß es nicht. Aber ich finde, wie gesagt, bei der Mascara, die hat mich halt einfach nicht umgehauen. Die würde ich mir nicht, deswegen würde ich mir keine weiteren Mascara mehr so unbedingt anschauen. Und was die Lidschatten angeht, ich habe bis jetzt kaum Lidschatten von Bare Minerals getestet. Was ich aber getestet habe, sind diese Creme-Lidschatten. Die benutze ich ganz gerne als Base auch für andere Lidschatten. Ja, und die sind super als Base, weil sie den Lidschatten haltbarer machen. Was ich aber hier schade finde, die haben ja nicht so eine Farbauswahl. Also da ist die Farbauswahl sehr gering und das wäre cool, wenn die da einfach noch mehr Farben rausbringen würden. Die würde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Also wenn die da noch so weitere Farben hätten, vielleicht auch so ein paar illuminierende Farben, weil die sind doch sehr matt. Ja, eher so wie
wie so ein Primer. Ja, und fast ein Produkt, was ich vergessen hätte, wäre der Bronzer zum Beispiel. Also die Bronzer von Bare Minerals finde ich auch mega gut. Der ist jetzt relativ aschig und der gefällt mir ganz gut, weil er halt auch gepresst ist und man ihn super mitnehmen kann. Aber ich mag auch diese losen Puder sehr gerne. Hier diese All-Over-Face-Color, die sind aber sehr, sehr warm vom Ton her. Also eher was, wer wirklich so diesen Bronzer-Look mag. So wie ich. Ich nehme meistens nur Bronzer und gar kein Rouge. Und der ist super zum Konturieren. Die All-Over-Face-Color sind eher so wirklich, um zu bronzen, um das Gesicht aufzuwärmen. Gerade die Losen sind auch natürlich von den Inhaltsstoffen her. Da könnt ihr auch nochmal schauen. Und auch eine Tagespflege, die mir sehr gut gefällt, ist die Complexion Rescue Cream. Die habe ich euch auch schon so oft gezeigt in meinen Favoritenvideos. Jetzt, wo ich gerade sehr trockene Haut habe, ist sie perfekt. Und im Sommer mit einem SPF von 30. Das ist so eine Gelcreme, die halt ölfrei ist, auch super für unreine, trockene Haut. Und auch sie kommt in sehr vielen Nuancen daher, dass man wirklich auch eine Farbauswahl hat. Und ich habe hier die Farbe Buttercream 03. Sie ist sehr hell und sehr gelbstichig. Momentan ist sie mir etwas zu hell. Ja, trotzdem verwende ich sie super gerne. Also die hat nicht so eine mega Deckkraft, aber sie gleicht das Gesicht so ein bisschen aus, macht so einen Illuminating-Effekt, macht so einen leichten Glow und reflektiert so ein bisschen das Licht, dass man einfach ja ein bisschen praller im Gesicht aussieht, bisschen frischer. Ich kombiniere diese Gelcreme auch super gerne mit einem Mineralpuder. Das Mineralpuder mattiert das wieder so ein bisschen ab und die Pflege ist wirklich, also so diese getönte Tagespflege mag ich auch sehr gerne. Also gerade für reifere Haut solltet ihr euch die hier mal anschauen, weil die Falten so ein bisschen kaschiert werden. Sie ist sehr leicht, leicht glowy, Feuchtigkeit spendend. Hier ist auch Hyaluronsäure enthalten und auch die ist einwandfrei von den Inhaltsstoffen. Ja, das war's dann von meinen Tops und Flops von Bare Minerals. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde es natürlich auf jeden Fall brennend interessieren, welche Favoriten habt ihr von Bare Minerals? Also was sagt ihr, boah, das müsst du dir unbedingt mal anschauen. Und welche Produkte findet ihr total schlecht und würdet davon abraten? Schreibt es mir gerne, weil ich probiere da bei Bare Minerals auch selber nochmal gerne aus. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich auch über einen Daumen hoch. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao!